Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Aliens Alive. Letzte Folge hatten wir ja nur reine Texte, wir haben viel Informationen bekommen und ich fand das gar nicht so schlecht. Auch als ich die Folge ein zweites Mal aufnehmen musste, weil ja die Erstaufnahme gefloppt ist, fand ich das nicht belastend. Ich habe es mir durchgelesen, die Zeit ging schnell vorbei, überraschenderweise. Und normalerweise bin ich jetzt kein Freund, der viel Spaß dran hat, richtig lange Texte zu lesen oder Textpassagen. Und eine Stunde halte ich dann schon für sehr lange. Ich weiß nicht, wie es beim Zugucken gewesen ist, aber ich fand einfach die Informationen, die wir bekommen hatten, die waren so gut, dass hier in dem Spiel bei Folge, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben, aber in dieser Folge hat sich so vieles einfach gut angefühlt, weil die ganzen kleinen Puzzleteile ineinander gegriffen haben. Und das fand ich so cool, dass auch da mal eine reine Textfolge nicht schlimm gewesen ist. Also, so habe ich es zumindest empfunden. Und jetzt kümmern wir uns um die Heilung von Vivian. Mal gucken, was wir da machen müssen. Und wir sind schon auf dem Flugschiff, so wie es aussieht. Hey, sag mal, ist denn Vivian immer noch bewusstlos? Naja, also ihr Leben ist nicht mehr in Gefahr. Aber sie hat irgendeine starke Magie abbekommen. Naja, sie wird schon wahrscheinlich bald aufstehen, glaube ich. Aber, jetzt kommt das Aber. I'm here for you. I'm here for you? Was meint sie? Ja, das kann ich zum Beispiel gar nicht vernünftig übersetzen. I'm here with you. Warum sagt sie, I'm here with you? Ja, und wo ist der verdammte Hund, wenn man ihn mal braucht, sagt Tiggy. Also Ignis wahrscheinlich. Na, ist der nicht bei Vivian? Der ist am Gearswalk-Portal, sagt Jean. Ach, der will sofort wieder zurück? Verstehe, der fühlt sich schuldig. Ich denke, der wollte einfach nur Vivian in unserer Obhut hinterlassen und dann den Weg allein zurückgehen, um gegen Kuwaiser zu kämpfen. Dass sie viel responsible for Vivian getting hurt? Ja, Asura denkt genau das gleiche wie ich. I wish he wouldn't beat himself up over it. Ja, er könnte sich ruhig mal mit uns darüber unterhalten. Es ist doch nicht nur sein eigenes Bier. Weil Vivian ist doch auch unser Freund. Hey, well, it's not as if we don't empathize. Donald, sein Doggy Willy, tick's mir auf. Der Typ geht mir schon wieder auf die Nerven. Hey, pass mal auf, Vivian ist gerade aufgestanden. Ernsthaft? Ich habe mich gerade sogar ein bisschen erschrocken. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Das klang einfach so, als wenn wir irgendeine Errungenschaft freigeschaltet haben. Oder irgendeine Schatzkiste öffnen konnten, wo ein übelster Schatz drin ist. Vivian ist aufgestanden. Dün, 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 dün. Ja, aber nur allein das Aufstehen, das reicht ja wahrscheinlich noch nicht. Was, Vivian? Ach, Gott sei Dank. Lass mal rüberrennen zu ihr. Hey, you. Yeah, you, go, go, das ist der Doggy. Du bleibst hier. Du musst dich unbedingt kümmern. Ach, was? Warum denn ausgerechnet ich? Ich bin der Schlauste von allen. Okay, außer dir. You know where he is, right? Na los, geh schon, hol ihn. Du weißt doch genau, wo er ist. Ach, wie anstrengend. Und schon bin ich der Laufbursche. Ach, sei. Oh, bitte lass mich jetzt nicht mit Jean allein zocken. Na, ich sag mal, nur vom Rumstehen wird's auch nicht besser. Ignis wollte sich nach einer Alternative umschauen. Ach, da bist du ja. Natürlich beim Portal. Was willst du denn von mir, Brillenschlange? Since Vivian has woken up, I thought it might be a good time to make a report. Vivian ist aufgestanden und ich dachte, du solltest es vielleicht wissen. Was? Okay, das war gut. Ja, reicht schon, siehst du? Aber schön. Also ich muss auch sagen, ich finde Ignis tatsächlich richtig cool, weil der setzt sich also für diese eine Person ja wirklich bis ins unendliche Maß richtig krass ein. Aber was hat Vivian jetzt an Krankheit? Hey, tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe, Ignis. Aber mir geht's gut, wirklich. Ich kann auch keine Magie mehr wirken. Also wenn es so wäre, wäre halt cool, ne? Also es wäre nicht ganz so schlimm. Und wie fühlst du dich, Lady Vivian? Wie geht's dir? Naja, mir geht's schon gut, danke, Ignis.
What about the sorcery that Kuvisor used on you? Was ist damit? Naja, the punishment he gave me does not affect my health, but... Okay, er hat nicht die Gesundheit angegriffen, sondern... Ihr Leben. Wird's verkürzt? Demons do not normally have to worry about life spawns. Or spans. But I think he has given me one. Och, naja, das ist doch gar nicht so schlimm. Also Dämonen können halt anscheinend sehr lange leben. Die haben nicht sowas wie Lebensspann. Aber jetzt hat sie wohl eine. Naja, es würde ja bedeuten, dass sie ein bisschen vermenschlicht wurde, was ja an und für sich jetzt keine so krasse Bestrafung ist. Ich meine, aus Sicht eines Dämonen ist es schon scheiße. Aber wer wünscht sich schon ewiges Leben oder Jahrtausend Jahre Leben, also... I can tell that very gradually my body will lose its vitality over time. Oh no! Das ist ja schrecklich! Is there some way to undo it? Können wir irgendwas machen? Sorcerer's punishments can only be removed by the person who casts them. Naja, vielleicht ist es ja so wie bei Vampiren. Besiegst du den Obermods, werden alle anderen auch geheilt. Das heißt, wir müssen Kuvisor besiegen und schon... ist alles wieder schick? Ja, or by the death of the caster. Na dann ist doch der Plan... ganz einfach. Kuvisor besiegen! Ah, verdammt. They've hurt not just Azura, but now Vivien. Die haben's auf die Frauen abgesehen. Diese Schweine. I'm very sorry to worry you at all. Und ihr wisst, was es heißt. Rachel oder Tiggy sind die Nächsten. Eva schon okay sein. It is not a debilitating condition, unlike a wound or an illness. I can fight with you, as always, ja, wie immer. But we are still worried about you. Naja, also... ich würde jetzt nur besorgt sein, wenn ich wüsste, wie lange jetzt die Lebensspanne von ihr ist. Wenn sie sagt, sie hat noch 5 Jahre zu leben, dann ist das schon scheiße. Aber wenn sie jetzt so ein ganz normales Leben hat, so, keine Ahnung, vielleicht kann sie jetzt auch alt werden bis 100. Zum Beispiel. Vor allem, wie lange lebt die überhaupt, Vivien, schon? Na, egal. Well, that just means we need to go to Demonia and here that causes a new one. So ist es. Wir haben keine Wahl. Yeah, and we've got a score to settle with Grossa. Und gegen Grossa müssen wir auch noch was machen, denn wir brauchen noch das Augenlicht von Azura. Oh, final showdown against the demons. I long to test my skills with the blade once more. Hey, we go anywhere for Azura and Vivien. Ja, ich bin dabei, ihr könnt auf mich zählen. Ja, wartet mal, wartet mal. Ihr seid Menschen. Warum wolltet ihr das für Vivien tun? Sie ist eine Dämonenfrau. Und außerdem bin ich der Aufpasser. Es ist meine Pflicht. Ah, tatsächlich, er fragt genau das. Ach, er ist so berechenbar, der gute Ignis. So, so berechenbar, er muss noch einiges lernen. Don't you know that going to Demonia is like offering yourselves up to the enemy? Das ist ja so, als wenn ihr euch selber ausliefern würdet, wenn ihr nach Demonia geht. Das könnt ihr nicht machen. Das ist ja Selbstmord. Unlike me, you have no obligation to protect my mistress. Oh, doch. Dann hat er es immer noch nicht verstanden. Er sagt, wir hätten ja gar keinen Grund, seine Mistress zu beschützen. Den Grund, den haben wir tatsächlich schon vor einiger Zeit bekommen. Aber den weiß er anscheinend noch nicht. Na was? Sag mal, spinnst du? Then let me put this way. Would you help Vivien out of pure obligation? Of course not. That much is obvious, but I'm talking about the fact that you're risking your lives. Kuvisor will be like no enemy you've ever faced. Ja, und Kuvisor ist nicht der Typ, den man mal eben so schnell besiegen kann. Denkt genau darüber nach. Ach, wow, mit dir zu reden hat ja überhaupt gar keinen Sinn. You just don't get it, Doggy. Du hast immer noch nicht verstanden, oder? Du kennst die Bedeutung von Freundschaft nicht. Unlike science, people don't run on pure logic. Ja, das ist nicht für die Wissenschaft. Menschen agieren denn nun mal nicht nach purer Logik. Stattdessen, one of the primary emotions that drives human interactions in the urge to help someone else. Ist einfach nur der Wille, jemand anzuhelfen, ist doch ganz normal. I've always thought that you demons care way too much about stuff
like class and so schnorder. Ich habe immer gedacht, so, ihr Dämonen seid anders, ihr denkt immer nur an eure Stände und Klassen und so weiter. Da hier, schau mal auf den Haufen da drüben. Ja, zeigt so. Und er zeigt so schön zu uns. Wir sind der Haufen. Galilex, because he feels responsible for the size. But the Sucher doesn't want Galil to worry, so she always tries to be brave. Don't you think it's beautiful that they try to help each other? Das ist doch schön, guck mal, die wollen uns gegenseitig helfen. Das genauso muss es sein. Simple steady as a virtue. There's working and nothing wrong with having a one-track mind like these two. Und da spricht nichts dagegen. I feel like you're mocking me, but I agree with you. Tiggy, are you really only 12 years old? ist sie denn wirklich 12? Die ist 12? Ach krass! Das wusste ich gar nicht. Wie kann die ein 12 sein? Hat die nicht schon hier ein paar Publikationen rausgehauen? Ich meine, die Bücher, die Vivien da hat, die sind doch von Tiggy. Oder nicht? Oh, ich komme schon wieder durcheinander, aber die ist doch keine 12. Oder habe ich es gerade falsch gelesen? Oder hat es irgendwie sogar gesagt, du bist doch keine 12 mehr? Oh, ich würde gerne nochmal die Stelle jetzt durchlesen. Ja, egal. Nimm was erstmal so hin. Tiggy ist ein Männer. Maybe caustic, but your argument is sounds. I don't intend to posture, but our desire to help Vivien is most assuredly sensible. That sounds really shady coming from you, so cut it out. I may be a beast folk, but I feel the same way. I want to help Azura and Vivien. Ja, nice follow-up. The point is, race and all that stuff has nothing to do with it. Ja, das checkt ihr, glaube ich, immer noch nicht. I think I finally understand why Lady Vivien takes such an interest in humans. Langsam kann ich nachvollziehen, warum Vivien so ein großes Interesse an euch hegt. Und er hat sich bedankt bei uns. Wow, was war denn das gerade? Geht's dir gut, Doggy? Hast du dich gerade entschuldigt? Das passt doch gar nicht zu dir. Ja, Mann, just act normal. Das macht mir Angst, wenn du höflich bist. Ach, ist ja Vivien. Ja, I'm also glad to see that humans have been a good influence on you, Ignis. Der Einfluss der Menschen hat dich ja ganz schön positiv beeinflusst. Ja, der Einfluss hat uns beeinflusst. I'm very grateful for everyone's concern. I've also decided that I need to go to Demonia again to learn more of Kowalska's schemes. I would appreciate your help. Und sie nimmt unsere Hilfe auch gerne an. And so can we just take a portal here? Gute Frage, können wir auch das Portal benutzen? No, it's very likely that the portal in Lady Vivien's chamber has been destroyed. Okay, das wurde schon mal zerstört. Boah, nehmen wir ein anderes. Ich meine, wird es doch wohl noch ein paar mehr geben. I've been trying it ever since we returned to the surface, but it's not responding at all. No. So how we are going to get there? Na, es gibt so viele Portale. Ja, wir sollen zu Blue Oasis. Stimmt. Weil wir da was gelesen haben. Ja, der muss was wissen. Er war ja immerhin ein Forscher von damals. Und wenn der kein Portal hat, dann weiß ich auch nicht. Ach, ich kann nur die großen Orte anfliegen. Naja, aber Blue Oase ist ja hier in der Nähe. Und da gehen wir auch direkt mal rein. Mal gucken, ob er uns mit offenen Armen empfängt oder ob er schon den Braten gerochen hat. Sie hat ein schlechtes Gefühl. Ja, die hatten ja vorher schon so eine ganz, ganz komische Beziehung, die beiden. Da wussten wir ja auch noch gar nicht, was die miteinander verknüpft. Und deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass Tiggy 12 ist. Das ist, ja, das war bestimmt einfach nur falsch gelesen von mir.
Und da ist er, der Blue, der sitzt da wieder auf seinem Thron. Hat die Mord hier gut im Griff. Mit seinem Fußpiercing. Hat er ein Fußpiercing? Hat er einen Ring im Fuß? Alles klar. When I saw this ragtag bunch of my doorstep, I knew you couldn't be far behind me. Nahaha, I've heard all sorts of Piccolo's rumors. Ja, schon einige Gerüchte gehört. See all the wolf you saw wings, wo this guy is on the ship. Ja, und er weiß, dass wir mit dem Schiff unterwegs sind. Nah, long time no see, Blue. Not long enough. Schon lange nicht mehr gesehen, aber anscheinend nicht lange genug. Um ehrlich zu sein. Na egal, nicht. Anyway, it's Vivian here, who has business with you. Ja, und Vivian möchte irgendwas. No, are you the ones of Tiki's Companions? Ihr seid also die Verbündeten? Im dritten näher. I neglected to introduce myself earlier. I am Vivian Windesmerode of the Demons. Oh. The hire to house Esmerode? And what business does a noble demon have with this humble merchant? Ne, bitte erzähle uns, wie man Dämonen erreichen kann. Und zwar genau genommen die 18. Aria. Ja, das sollte ein Portal sein, sagt Blue. I believe someone of your status has the privilege to use it. Ja, we believe it might have been destroyed by Kuvalsa. Ja, ich weiß, da ist ein Portal, aber das wurde anscheinend zerstört von Kuvalsa. Oh, diese Information hätte ich nicht gegeben, weil wenn er jetzt den Namen Kuvalsa hört, kriegt vielleicht Blue auch Bedenken, uns zu helfen. Na, Kuvalsa, it's been quite some time since I heard that name. Ich hoffe, er hat schlechte Erinnerungen an ihn. Wenn wir Glück haben, schiebt er einen Hass auf den, dass er uns erst recht helfen möchte. Ja, er kennt Kuvalsa, aber ist doch jetzt keine Verwunderung. Hä? Vivian hat doch letzte Folge erst gelesen, dass Blue ein Forscher war. Und wenn sowieso alles von Kuvalsa kommt, dann müssen die sich doch kennen. Also das erstaunt mich jetzt, dass Vivian jetzt da so überrascht ist. Und Tiggy denkt auch sofort, er sei dann unser Gegner. Haha, no need to lose your temper. Kuvalsa was a business partner. Ja, aber genauso habe ich es jetzt auch noch im Kopf. Ganz normaler Handelspartner von damals. Aber die sind halt nicht mehr zusammen. Na, kann ich aber irgendwie mir gar nicht so vorstellen. Na, was ist die Wahrheit? Glaub, was immer du willst, Tiki. Anyway, I care little for such old tales. Naja, alte Geschichten interessieren mich nicht. Egal, zurück zum Thema. Dämonia also. Naja, da gibt's einen Weg. Ja, bitte, erzähl's uns. Lass mich mal sehen. 50.000? Ja. Alles klar, damit haben wir auch die 50.000. Ja. Haben wir gerade eben bekommen. Dann macht das auch Sinn. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man die 50.000 als wirklich irgendwie ausgegeben hätte, aber die haben wir ja noch. Ja, komm, bezahlen wir. Los. Ich will's bezahlen. Na, wir haben's doch. Wir haben's doch. Nichts ist vergessen. Wir zahlen ihm das. Das kann mir gut sein, dass no matter how many times you ask. I'm sorry you see it that way. Information is not to be undervalued. Ja, Informationen kosten eben ein bisschen was. We have had a grave miscommunication. If you believe that, I will simply tell you whatever you want. Or that I believe only tangible objects have value. Oh, shut up, you shady con artist. Could we trade something other than money for the information? Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Ich meine, wir haben noch 50.000 bekommen. Wieso machen die jetzt da so ein Riesenthema draus? Ist denn keiner da, der einfach sagt, ja, hier hast du? Wir fragen nach Alternativen, ob es dann irgendwas anderes gibt. Und Barbarossa sagt, ja, wir sind gut geskillt. Wir können alles machen, was immer du willst. Hahaha, so ich intend to barter with twins of arms, was er denn currency? I admire your dedication.
To be frank, there are 4 items that I am personally attempting together. I want you to bring them to me. Vier Sachen holen? Welche denn? Hab ich das nicht schon? Weil Ki Kong Wasabi, das sagt mir doch was. Das war doch ein Item von diesen Water Devil Dance. Diese 4 Bosse. Ich glaube, das hab ich. Ah! Ich hab's tatsächlich! Wie geil ist das? Ich spare mir 50.000! Ich meine, gut, die Freude ist nur begrenzt, weil ich weiß eh nicht, wo es ausgeben kann. Aber ich hab's schon erledigt! Und wir geben einfach so die Items. Aber wie blöd ist denn das? Was ist denn, wenn ich selber die Items gerne behalten würde? Kann ich nicht selber irgendwie aussuchen, dass ich ihm das Geld dafür gebe? Nein, der bekommt automatisch die Items. Und wir sollen warten. Auf was denn? Ich will jetzt aber wissen, wie es weitergeht. Wir sollen relaxen. Er will irgendwas vorbereiten. Muss ich jetzt schlafen gehen? Ich gehe mal ins Inn. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so ein Event ist, was ich auslösen muss. Ja, ich mach's mal. Speichern können wir auch gerne. Es war noch nicht ganz so viel passiert und auch heute haben wir erstmal nur sehr, sehr viel Story. Aber ich bin ja schon mal begeistert, dass wir nicht nochmal irgendwie unterbrochen wurden. Dass wir die Dinge, die wir erledigen sollten, schon erledigt haben. Ja, aber was nun? Wo müssen wir jetzt hin? Lady Vivian, how are you feeling? Na, ich bin ganz schön müde, aber ich komme schon zurecht. Demon scouting for humans? There are really demons like that? I really hate that guy, but I've got to admit, he never goes back on this world. Vivian should get some rest too, so let's head back to the swan ship for now. Oh, wir müssen zum Schiff zurück. Esmeralda. Excuse me. You may enter. Wer war denn Esmeralda nochmal? Ich kann mich an die gar nicht erinnern, aber der Name fiel schon mal. Esmeralda, war das nicht die Person, die für den Tod verantwortlich gewesen ist? An der Mutter von Azura? Ihr habt mich gerufen, Lord Gewalsa. Rogue ist dead. Oh. Was? Rogue ist Vater geworden? Ja, der war schlecht. Ja, der musste einfach sein. Ja, okay, Rogue ist tot. Was? Rogue ist tot? The fifth Isagi has been destroyed and my identity is now unknown. Ja, selber schuld. They are bound to a wife in Demonia eventually. Before that happens, I want you to go to the Ark and cool their numbers. If they truly are so powerful, am I so strong enough to deal with them of my own? It is unnecessary that you defeat them. Huh? You only need to slow them down, it's just for a moment. Any combat data we can glean from the archive is enough. So you're saying you want me to be a sacrifice pawn? If you must put it that way, then yeah. Bardo and Vogue both served me well, as disposable spawns. But their deaths were well spent. Their deaths were necessary pillars of our order. Oder hast du schon vergessen? Your murder of a human woman initiated the progress of a new social order.
your reputation as a traitor, and the rage, pain, and melancholy that came with it, all are part of our greater plan to create a new order. Both you and Badre were noble beings that I created for this purpose. Okay, verstanden. I shall give my life for this mission. Aber wie auch jeder Dämon tatsächlich, bis auf Badre, das in Kauf nimmt. Aber sie muss sich ja nicht gleich opfern. Sie soll uns ja nur aufhalten. Das kann sie ja auch tun, indem sie ein bisschen kämpft und dann einfach abhaut. Damit hätte sie ihre Mission ja auch erfüllt. Naja, spät. Ja, ist viel zu spät. Es braucht viel zu lange. Ja, er hat gesagt, dass irgendetwas vorbereitet werden muss und das dauert ein bisschen. So ist für Items, wie gave him, we are really powerful. Maybe he just took them and bailed. Ja, das wäre, das stimmt. Vielleicht hat er einfach nur die Items gemobst und ist jetzt abgehauen, untergetaucht. Hey, I don't think he does it. Ah, der ist nicht der Typ, der sowas macht. Ja, ein Kritik will ich erneut. Is that short temper of yours a human trait? No, I'm sure he just wants to support us. Also ich würde uns sagen, aber kann das sein, dass wir schon wieder eine komplette Textfolge haben? Das mag ich bei Spielen eigentlich nicht so. Überlegt mal, wenn wir jetzt hier so spielen und wir haben jetzt 2 Stunden nur Text, 2 Stunden. Das ist, eigentlich ist das zu viel. Naja, wobei, wir sind auch selber schuld. Hätten wir jetzt die Items nicht gesammelt, hätten wir jetzt tatsächlich eine willkommene Abwechslung im Spiel gehabt. Da bin ich quasi tatsächlich eher selber schuld. Habe ich vergessen? Okay, dann habe ich nichts gesagt. Yes, we can now sing pleasure songs. Wobei, hätte ich sie nicht gehabt, hätte ich auf jeden Fall die Kohle bezahlt. Na, und er kann sie teleportieren. Finally, what took you so long? Warum hat das so lange gedauert? Hahaha, my apologize. I had some things to get ready. Ich musste Sachen vorbereiten. Hey, wir sind schon ganz krank vor Sorge. Oder ganz krank vom Warten. So, und wie können wir jetzt nach Dämonia kommen? Ja, los, sag mal schnell. Wir brauchen die Informationen sehr schnell. Hahaha, you're such an impatient group. Ihr seid so ungeduldig. Ich erklär's euch. Ah! Das habe ich mir schon gedacht, dass dieser Ort nochmal eine Rolle spielt. Wir müssen jetzt in die Mitte der Welt. Da ist ein Great Portal. Ach, und wir können sogar das ganze Schiff mit nach dem Mond nehmen. Krass. Wow, Junge, du hast eine nasse Bombshell oder was? So, if we use this Great Portal, we can get to Dämonia. Er hat doch gerade gesagt. But it is controlled from the Dämonian side. Aber es wird eben von der Dämonenseite gesteuert. And you're going to tell us how to open is from this side, richtig? Und du sagst uns, wie wir es von der Seite öffnen können. Genau. Na, wie auch immer, the Great Portal is currently non-functional due to the effect of the Dark Current. Na, und wie kann ich jetzt den Effekt vom Dark Current wieder negieren? Auch das habe ich mir schon gedacht. Ich habe diese Ätherkanone nicht vergessen. Das sind Vorrichtungen um das große Portal. Wir müssen die gleichzeitig schießen. Oh, das dürfte dann wieder ein kleines Problem werden. Top Secret Access Spell. No, das ist doch... Sorcery to force open the door, connect in Dämonia to the surface. Now if you take this ship through the portal, you will be able to reach Dämonia, but my spell only gives you a one chance. Wir haben nur eine Gelegenheit. Wenn wir die verpatzen, kommen wir nie wieder nach Dämonia. Ich verstehe. Wird eine komplexe Operation. But what exactly is Kuvalsa's objective? I've come to realize that his plans to woo the surface and destroy humans may not be purely self-serving.
Ehrlich gesagt, ich bin da auch sehr, sehr, sehr antwortlos. Das erschreckt mich selber, ich habe keine Ahnung. But I do know, is that Kovaisa despises the surface world, bringing with Isa, or rather, he hates the very order of the world. The fact that he has begun to move may mean that he is attempting to achieve his final goal. Ja, er ist kurz vor seinem Ziel, was auch immer sein Ziel sein wird. Ah, verstehe, verstehe. Er braucht sie also nicht mehr länger verstecken. Ja, und der unterschätzt uns ganz gewaltig. Da gebe ich Rachel recht. Und wir werden ihm schon zeigen, dass er das noch bereuen wird. Und Blue hat noch eine letzte Warnung an uns. Kuweiser ist kein Dummkopf. Der sieht unseren Schritt voraus, sagt er. Und wir sollten darauf gefasst sein, dass er das weiß, dass wir nach dem Monia kommen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir werden den Typen sowas von die Scheiße aus dem Arsch prügeln. No, that we, no. He is the one warping the world. We cannot stand by and allow it. Ach ja, und ganz nebenbei, nach dem Monia gehen ist der einzige Weg, um Asura und Wimmen zu retten. Zu heilen. Oh, dafür ernst was an Dämonia. Also eigentlich sind all unsere Antworten in Dämonia, das heißt, wir haben so oder so keine Wahl. Egal, was passiert. Na, okay, na dann, macht's gut. Schön, euch gekannt zu haben. Oh, wir kriegen die Sachen wieder zurück. Na, sag mal, die Sachen haben wir doch gesammelt. Ja, die sahen, das war sehr, sehr nostalgisch, die nochmal zu sehen. Aber ich brauch sie gar nicht. Ach ja, ganz nebenbei, if you're going to fight it out with Kuweiser. That would satisfy them as well. Ich denke, das würde ihm auch sehr, sehr glücklich machen. Hm? Was meinst du damit? Haben die Gegenstände einen bestimmten Effekt auf ihn? Der freut sich? Das ist auch eine interessante Information. Er gab uns die Dinger wieder zurück mit den Worten, da wird sich aber Kuweiser aufreuen, die nochmal zu sehen. Ich glaube, die sollte ich ausrüsten. Er ist ein Slippery Sucker. Ja, ein Schlüpfer-Sucker. Jetzt ist aber auch genug. Also ich muss sagen, ich habe mir heute vorgenommen, alles nonstop durchzuspielen, aber mir geht langsam echt die Energie aus. Nach 3 Stunden des Lesens wirklich nichts anderes zu machen. Ich sag nochmal an der Stelle, ich habe die erste Folge, die ich heute aufgenommen habe, leider verpasst. Dann muss ich es nochmal lesen. Und es sind fast 3 Stunden vergangen, Alter. 3 Stunden nur lesen. Also das hat mit dem Spiel spielen auch recht wenig zu tun, muss ich mal sagen. Also das kann schon ein bisschen sehr frustrieren. Aber jetzt haben wir endlich mal wieder eine Mission bekommen. Ich kann es ja gar nicht fassen. Und da muss ich erstmal kurz aufatmen. Weil wie gehe ich jetzt strategisch an die Sache ran? Weil der hat ja gesagt, wir sollen das gleichzeitig aktivieren, die Kanonen. Ja, und da muss ich rein. Oh, unser Schiff ist echt zu langsam. Ich glaube es nicht. Und ich habe gerade festgestellt, dass warum auch immer meine komplette Formation schon wieder geändert wurde. Ich habe keine Ahnung warum. Wieso hat das Spiel jetzt hier wieder völlig automatisch meine Formation geändert? Ist doch komisch, warum? Weil wir mit Vivien und Ignis kurzzeitig gespielt haben? Ist das der Grund? Aber wieso gibt er uns nicht einfach genau die Formation, die wir vorher auch hatten? Seltsam. Naja, dann nehmen wir halt. Ich meine, das ist jetzt keine Riesensache. Und wir sollten auch gucken. Haben mich gerade gewundert, dass der Sound weg war. Ja, wir sollten auch gucken, dass wir die Sachen ausrüsten, die wir jetzt gerade auch bekommen haben. Hier zum Beispiel.
Nee, Lily Marlin, das ist genau das, was ich bei Galil ausgerüstet hatte. Und das Ding ist tatsächlich ihm weggenommen worden. Interessant. Shiggy bekommt das Schild. Nee, es ist das Großschwert. Perfekt. Lost Shield, das muss auch noch irgendeiner bekommen. Vielleicht gebe ich es Ignis. Ja, ich habe Bock, das einfach auszurüsten, weil es kann ja sein, dass wir tatsächlich, wenn wir die vier Sachen ausgerüstet haben, irgendwas Lustiges passiert. Was war denn noch? Auf jeden Fall das Ding hier. Mad Cyclone. Vielleicht gebe ich das auch. Ignis. Medicine Pack. War God Sash. Oh ne, ich würde da ganz schön viel Kraft verlieren. Ich brauche irgendjemand, wo das nicht ganz so auffällt, wenn das nicht hat. Stärke geht hier zurück. Kann ich auch nicht gebrauchen. Und sie auch nicht. Bone Doll. Ich geb's ihm mal. War jetzt zu Shuit Charm auch noch eins der Gegenstände, die er haben wollte? Ja, wenn ich mich jetzt noch dran erinnern könnte. Ich glaube ja, das war eins. Dann zwei und drei. Ich mach's einfach. Ist bestimmt ein Fehler, aber ich will einfach wissen, ob da irgendwas passiert, wenn wir schon gegen den antreten müssen. So, und jetzt müssen wir irgendwo die Mitte finden. Ich mach mal die Karte so ein bisschen, bisschen größer. Ich glaube, wir stehen auch schon recht gut. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Weil wir sind bereits in der Nähe der Mitte. Und wenn ich jetzt hier zurückfahre, sollte die Kanone sein. Da. Da haben wir sie schon. Ja, ich habe nur keine Ahnung, wie ich die aktivieren kann. Ich meine, ich stehe bei der Kanone. Die Mission hat ja gestartet. Aber was muss ich jetzt machen? Ich kann auch nicht drauf landen, leider. Vielleicht muss ich ja erst zur Mitte und dort irgendwas aktivieren. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Habe ich mir schon fast gedacht. Renzo sagt, hier guck mal, da ist doch das, was Blue erzählt hat. Okay, lass mal näher ranfliegen. Must be the huge portal connected to Demonia's Blue Mansion. Huh? I could have sworn that purple light was coming out of it last time I saw it. Alright, shall we commence with our plan now? If there's other things you need to do first, now. Now is your only chance. Oh, once you enter Demonia, you will never be able to return. Nee, ich bin nicht fertig. Nein! Wir wurden schon wieder attackiert. Aber da muss ich abspeichern. Da muss ich aber sowas von abspeichern. Ja, ich denke, wer sich hier an der Stelle zu schwach fühlt, der dürfte mit den Wasserdämonen hier in dem Meergebiet noch zu ein paar HP-Punkten kommen. Ich meine, wir haben jetzt nichts mehr bekommen. Nein. War ich wieder zu nah dran? Also wie gesagt, wir haben jetzt zwar nichts bekommen, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wir sind sowieso schon sehr, sehr stark.
Das, was ich mache, ist folgendes, ich gehe erstmal pennen, damit meine ganzen Punkte aufgefrischt sind. Und so wie es aussieht, muss ich gar nicht die Kanonen selber aktivieren, unter Gruppen abstellen. Es sieht so aus, als würde sich einfach gleich eine Cutscene abspielen. Und dann werden die Kanonen wohl automatisch geschossen in die Mitte, kann das sein? Also wir können direkt in das Dämonentor rein. Chapter 37. The Final Assassin. Und ich denke, damit bin ich auch gut vorbereitet. Wir werden das Ding hier an der Stelle auf jeden Fall durchziehen. Und ich schau mal auf die Uhr. Ja, wir haben zwar heute wieder nicht so viel Action gesehen, aber wir gucken uns noch an, was passiert, wenn wir erstmal auf der anderen Seite sind. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass wir dort nochmal so ein kleines Dungeon durchlaufen werden. Ah, diesmal wollte ich auf Ja drücken. Und jetzt geht's los. Wir bringen etwas in die Dämonia. First, we send a signal via telegraph to fire the Ether Cannons. Once the great portal is active, Vivian will immediately use the top secret access bell to open the gate. Then we storm the branch as a breach. That's the plan. Ja, also wir geben halt irgendwelche Telegrafenzeichen, die steuern die Kanonen. Vivian spricht ihren Spruch und schon sind wir in Dämonia. Das ist jetzt der Plan. Also eigentlich genau das, was wir vorher schon längst besprochen hatten, mehrere Male. Wir hoffen, es funktioniert. Wir drücken die Daumen und sagen, ja, juhu, auf geht's. Oh, es brodelt. Ach, Esmeralda. Nee, Esmerode. Nicht Esmeralda, Esmerode. Wird noch versuchen, uns zu unterbrechen. Eine gegnerische Attacke. Hier auf dem Schiff. Ja, das kam vom Deck. Los, wir müssen hin. Ach, wie frustrierend. Okay, ich schau mal nach. Du. Esmeralda. Doch, Esmeralda. Esmerod war falsch und Esmeralda war auch falsch. Sie heißt Esmeralda. Ja, muss man ja wissen. Hey, Esmeralda. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Looks like you guys are heading to Dämonia, but I'm going to stop you right here. Ihr wollt nach Dämonia? Ich werde euch aufhalten. Hey, Impf! I was hoping to see you before then. Na, ich hab gehofft, dass wir dich nochmal eher sehen. Ja, wir werden das hier ein für alle Mal klären. Ja, schick mal ruhig dein Fußvolk. Oh, das ist doch kein Fußvolk, das ist ja... Ja, das sind schon... Das sind schon dicke Brocken, die sie uns hier serviert. Aber wir haben uns ja frisch aufgeladen, also von den SP-Punkten her sollten wir keine Schwierigkeiten haben, die zu besiegen. Und wir werden hier auch alles reinfeuern, was geht. Nein, wir schlafen! Drei Leute, die schlafen und wir haben verfehlt. Wir haben verfehlt, fuck. Und immer noch nicht tot, Alter. Ich glaube, ich muss mich auffallen. Es ist mir einfach zu heiß. Wenn die jetzt hier schon wieder unseren Barbarossa attackieren, dann war's das. Und sie machen es. Aber wie viele Lebenspunkte kann denn bitte? Was ist denn schon wieder passiert? Barbarossa ist schon wieder gestorben. Ich kann es nicht glauben. Gibt es irgendeinen Kampf, wo der Typ mal nicht krepiert? Ich verstehe das nicht. Wieso greifen denn immer Leute den an? Immer, in jeder Folge. Hat irgendjemand mal mitgezählt, wie oft Barbarossa hier draufgegangen ist? Während die anderen immer wieder überleben? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, komm, ich zerstöre mal hier die Waffe. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt gerade machen für einen coolen Spruch, aber ich, ja,
Hier kann ich gar nichts machen, weil ich muss einfach dafür sorgen, dass Barbarossa aufgeheilt wird. Keine Chance. Ich habe hier einfach keine Chance. Die machen mich platt. Und dabei sind sie schon bloß noch zu zweit. Die haben einfach viel zu viele Lebenspunkte. Und ich habe auch das erste Mal Schwierigkeiten mit diesen blöden Negativzuständen. Wir hatten ja bisher auch keinen Kampf, wo das irgendwie zum Tragen kam. Ja, ist doch blöd, dass unsere stärksten Angreifer sowieso hier ausgenockt werden. Und wir sind ja auch an dem Punkt, wo es keine Rückkehr gibt. Ich hätte mich mehr mit Medizin eindecken sollen. Vielleicht das auch schon ein Fehler. Denn wenn ich hier bei dem Kampf schon alles verbrate, tja. Ich habe keine SP-Punkte mehr. Jetzt schon nicht mehr. Alter, krass. Naja, der Schaden war zumindest satt, aber reicht das? Oh, wir hätten erst den Typen da hinten besiegen sollen. Ja, das war strategisch vielleicht nicht ganz so intelligent. Erst die beiden starken Monster vorne zu bezwingen. Weil irgendwie kam es auch so vor, dass das Nilpferd, also das allererste Nilpferd, so verdammt viele Lebenspunkte hatte. So stark seid ihr? Oh, fuck. Auf was habe ich mich da nur eingelassen? Ich will nicht sterben. I didn't expect you to get this much stronger. Wie konntet ihr nur so stark werden? Nun gib endlich auf, Esmeralda. It's time to pay the piper. Yes, it's a shame, but victory is yours. Do with me as you will. Macht mit mir was immer ihr wollt. Ich werde mich nicht wehren. Es ist euer Recht. Warte mal, Barbarossa, das kannst du nicht einfach machen. Rache ist keine Lösung. Bitte stoppe mich nicht, Azura. She deserves your revenge. Sie verdient deine Rache. Besides, if you let her go, who knows when she'd attack again. Und wenn wir sie jetzt laufen lassen, wer weiß, wann sie wieder angreift. Naja, wir können sie ja gefangen nehmen. Wir müssen sie ja nicht ummuxen. We have to end her, right? Here before that happens. It's true that her killing mom was a diplomatic act. Stimmt schon, dass sie Mutter umgebracht hat. Das war ein ganz, ganz komischer Zug von ihr. But I don't want to take her life. Aber ihr Leben nehmen, das will ich nicht. Dann wäre ich genauso schlimm wie sie. Killing her won't bring back my mom. And it will just make me feel sadder. Und wenn sie stirbt, dann wird es meine Mutti nicht zurückbringen. Und es macht mich sogar noch trauriger. Azura, du bist noch so unschuldig. Und weißt nicht viel von der Welt. Aber gut. Deine Worte haben mein Herz erwärmt. No matter how tough things get, no matter how much it hurts, grow up to be a woman who knows how to forgive. War das vielleicht ein Satz oder ein Spruch vom Vater? Nein, hat die Mutter immer zu ihr gesagt. Ja, wir haben von der Mutter eh recht wenig mitbekommen. Also eigentlich gar nichts. Aber zumindest hat sie die wichtigsten Worte noch für sich abgespeichert, die gute Azura. That's why I forgive you. I hope you can understand. Oh, you must be that woman's. I see, both mother and daughter are strong of heart. Esmeralda sagt, dass das beide, also Mutter und Tochter, ein sehr starkes Herz haben. Sag jetzt nicht, ihr tut das leid, dass sie damals die Mutter vielleicht hinrichten musste. It is no mean feat to suppress your hatred before your mother's killer. You've utterly defeated me in both body and spirit.
Be grateful to Azura. Sei dankbar. You'd be dead by now if she hadn't spoken for you. Hey, ja, und jetzt geh endlich aus unserer Sicht. And never show yourself before us again. Nun gut, mach ich. Dankeschön. However, I have absolutely no intention of running off in a shameful show of disgrace. What? My role was to do a battle with you here, and I lost. Only death awaits failure. I am no exception to that goal. My death will pave the way to my lord's new order. Na, verdammt! I'm sorry, but we don't have time to stop here. Was immer gerade passiert ist, aber wir haben irgendwie keine Zeit darüber nachzudenken. That's right, we have to get to Demonia. Yep, I will win. Ja, ich bin schon fein. Oh, ihr geht's nicht gut. Ist aber eine sehr große Lebensspanne. I'm fine, ich bin nur ein bisschen müde. Kowalsa's surgery must be affecting her. Let's get her treated right away. No, wait, let's take Vivian to the lounge. Nein, ich kann schon wirklich. Ich will mitkämpfen. If we miss this window, we may not be able to reach the moon again. Ich muss den Spruch wirken. Wir müssen den Plan durchziehen. Aber in dieser Kondition, dann wird der Spruch möglicherweise... Na, aber das ist doch kein Grund zur Sorge. Ignis will take my place for that. But I'm not capable of... Don't worry, I know you can do this. Ignis, ich werde dich unterstützen. Lass es uns gemeinsam machen. Okay, einverstanden. Ich werde alles tun, dass wir hier Erfolg haben. Hehehe, ich ziel auf dich, Ignis, Azura. Na, wait, I'll be prepared for the Kanonen. Die Kanonen sind vorbereitet, los geht's. Seid ihr zwei fertig? No, keine Probleme. Ja, ich bin auch fertig. Okay, los geht's. Diese Kanons! Das sah auch gerade sehr cool aus. Als ob Azura Dämonenohren hätte. Ignis jetzt! Ja, Feuer! Motherducker! Du alter Motherducker! Und ob er das auch hat kommen sehen, war das Teil seines Plans? Nee, da sind sie ja endlich. Anscheinend schon. That unpleasant arc has lost its power in the stage is finally set. Die Macht des Schiffes ist weg und jetzt kann endlich der letzte Schritt gemacht werden. All that remains is to destroy them and bring about a new order. Ich muss sie nur noch zerstören. Und dann gibt's hier eine neue Order. Aber was hat er geplant? Er sagt, er muss uns nur zerstören? Und dann kann er eine neue Ordnung schaffen. Und hier ist sogar nochmal ein Lager oder eine Stadt. Ist das der Astralsee? Von dem wir letzte Folge schon gehört hatten. Okay, Monster scheinen anzugreifen. Ja, und was macht jetzt Grossa? Was hat das zu bedeuten? Lebt er auch dort? Ist das sein Lager? Das ist doch... Ja, Kuwalsas Werk bestimmt. Du verdammter Kuwalsa.
Ja, also den Plan kenne ich immer noch nicht. Wir wissen, was er vorhat. Er will irgendeine neue Weltordnung schaffen. Wie er das schaffen will, keine Ahnung. Er will dafür irgendwie das Schiff zerstören. Keine Ahnung, warum. Irgendwas Machtvolles muss in unserem Schiff enthalten sein, dass er nur dadurch die neue Ordnung erzeugen kann? Schon irgendwie mysteriös. Und nächste Folge wird dann wohl das große Finale sein. Also wir sind sehr weit gekommen. Es war sehr viel Text. Also wie ist es beim Zugucken? Ich glaube, ich hatte letzte Folge schon gefragt, aber ich glaube, das kann an der Stelle jetzt nicht so spannend sein. Und da sind englische Spiele, gerade wenn sie so aufgeführt werden wie jetzt, schon eher nicht so prickelnd zum Zugucken. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es wäre auch schöner, gerade wenn man viel Text hat, wenn die einem vorgelesen werden würden. Weil ich glaube, heute habe ich mich auch jetzt hier in der Folge bestimmt sehr oft verquatscht. Allein schon beim Vorlesen, weil der Mund, der wird einfach immer fusseliger. Und ich brauchte auch so ein bisschen Pause. Und die habe ich einfach nicht. Die nehme ich mir aber jetzt. Ich wollte zwar durchzocken, aber hier nehme ich mir jetzt eine Pause, weil ich möchte frisch und gestärkt den letzten Part angehen, wenn es denn auch der letzte Part sein wird. Und dann mal gucken, wie das Spiel hier endet. Aber das war wirklich sehr viel Geschichte. Hui, da muss ich erstmal durchatmen. Ich bedanke mich natürlich trotzdem fürs Zusehen, für all diejenigen wenigen, die ihr tatsächlich immer noch reingucken. Und dann haben wir auch bald den Abschluss, wahrscheinlich noch in der Woche. Na, lasst euch überraschen, ich sage Ade, Rinjahauen und Tschüss.